Also wir haben hier das Thema Streckenteil mithilfe des Strahlensatzes. Und ich habe zu Hause mir überlegt, also wir hatten in der Stunde eine Aufgabe, wir sollten ein Dreieck konstruieren, das den 3-4-5-Regeln entspricht. Und das werde ich jetzt mal aufzeichnen. Und am Ende soll sich herausstellen, dass man Seitenverhältnisse an diesem Dreieck finden kann. Also ich habe hier erstmal eine Strecke vorgezeichnet und das soll die Basis werden, also die Seite mit 5 cm. Und diese will ich jetzt erstmal in 5 Teile aufteilen. Und dazu ziehe ich mir eine Hilfslinie. Also natürlich kann ich auch statt 5 cm sagen 5 beliebige Längeneinheiten. Also natürlich würde auch 5 Meter gehen oder Dezimeter oder welche Längeneinheit man auch braucht. Also lege ich hier unten erstmal ungefähr gleich lange Stücke, zeichne ich ein. Also diese Abschnitte kann ich besonders präzise eintragen mit einem Zirkel, der immer die gleiche Spannweite hat. Und hier ist es wichtig, dass ich zuerst den äußersten Punkt mit dem äußersten Streckenende verbinde und dass die Strecken dann auch parallel zueinander weiterhin verlaufen. Okay, also ich habe jetzt hier diese 5 Stücken hier. So, und da ich ein Dreieck haben möchte, das den 3-4-5-Regeln entspricht, kann ich jetzt einzeichnen. Und zwar mithilfe des Zirkels die Seite mit den 4 Längeneinheiten und die Seite mit den 3 Längeneinheiten. Das mache ich, indem ich einen Zirkel nehme. Hier an dem Schnittpunkt steche ich ein. Und dann mache ich zuerst die Seite mit den 4 Längeneinheiten. Da zähle ich diese Strecken hier auf der Hilfslinie. Nehme ich 1, 2, 3, 4, damit es 4 Längeneinheiten werden. Man musste sich jetzt vorstellen, hier würde ein Kreis, also dass ich diesen Kreis mit dem Zirkel ziehe. Oh nein. Also dann habe ich hier mit dem Zirkel einen Teil des Kreises eingezeichnet. Und dann mache ich das genauso mit der anderen Seite. Also bei der Seite mit den 3 Längeneinheiten mache ich genau das gleiche, bloß von der anderen Seite. Dort steche ich hier mit dem Zirkel ein, an diesem Punkt. Und zähle dann wieder ab. Da ich 3 Längeneinheiten habe, nehme ich auch 3 Strecken von der Hilfslinie und zeichne dann hier mit dem Zirkel den nächsten Punkt ein. Und an diesem Punkt, an dem sie sich schneiden, ist dann der oberste Punkt des Dreiecks. Also das Ganze könnte ich natürlich auch noch andersrum machen. Die Seiten mit den 4 und 3 Längeneinheiten vertauschen. Muss ich einfach andersrum abzählen. Und hier habe ich jetzt meine Seite mit den 5 Längeneinheiten. Ich mache das mal so. Hier habe ich meine Seite mit den 3 und hier meine Seite mit den 4 Längeneinheiten. Ich habe dieses 3, 4, 5 Dreieck hier nochmal eingezeichnet. Hier oben haben wir natürlich immer einen rechten Winkel, der entsteht immer. Und die Seiten sind hier bei diesem 5, 4 und 3 in diesen Seiten. Hier habe ich ein kleineres Dreieck, was mit in der Aufgabe einbezogen war, weshalb ich dieses jetzt hier einzeichne. Also wir wollten ja erreichen, dass man am Ende erkennen kann, dass hier ein Verhältnis besteht. Und wichtig dafür habe ich herausgefunden, wenn man das nach einer Skizze konstruieren möchte und auch erkennen möchte, dann muss man ziemlich genau zeichnen. Also das geht wirklich um Millimeter dann. Also die Werte sind nachher annähernd, aber
Das kann man schon so sagen, dass das Verhältnis ungefähr stimmt. Also hier habe ich nochmal die Hilfslinien eingezeichnet, um die Seite mit den 5 Längeneinheiten einzutragen. Und jetzt möchte ich herausfinden, wie ich die Seite mit den 4 Längeneinheiten beweisen kann. Um die Seite mit den 4 Längeneinheiten beweisen zu können, habe ich jetzt hier oben wieder korrekterweise mit einem Zirkel die 4 Stücke abgemessen mit der gleichen Spannweite und habe dann diese eingetragenen Punkte hier diese Punkte auf der Strecke, habe ich mit den Punkten von der Hilfslinie verbunden. Die Hilfslinie, die ich auch benutzt habe für die Strecke mit den 5 Längeneinheiten. Jetzt brauche ich zuletzt nur noch die Strecke mit den 3 Längeneinheiten zu unterteilen. Also wichtig nochmal war, dass für die Strecke mit den 4 Längeneinheiten habe ich natürlich nur die 4 Punkte genommen, also hier von 4 aus. 1, 2, 3, 4 und habe den äußersten Punkt der Viererstrecke mit dem vierten Punkt von der Hilfslinie verbunden. Und hier auf der Dreierstrecke habe ich nur 3 von der Hilfslinie benutzt. Also habe ich von. Noch einmal die Mitte und einmal links und rechts. Also die Linien für die vierte Seite, also für die 4-Längeneinheit-Seite, da zähle ich die Seiten von hier aus nach oben hingehend ab, so dass ich hier 1, 2, 3, Moment, 1, 2, 3, 4, so, und verbinde dann hier die erste Linie durch den rechten Winkel gehend hindurch mit dieser Strecke. Also hier habe ich die Seiten jetzt auch nochmal unterteilt in 4 Stücke, also die Viererlängeneinheit Strecke. Und jetzt kann ich dieses 3, 4, 5 Regel Dreieck beschriften und dann daraus das Verhältnis erkennen. Jetzt habe ich hier dieses Dreieck noch einmal ohne Hilfslinien eingezeichnet und beschriftet. Und möchte jetzt hier erkennen, dass die Verhältnisse stimmen. Also, dass sich das proportional die Werte verändern. Hier habe ich mir jetzt als Beispiel erstmal rausgesucht, dass diese beiden Seiten sich so verhalten sollen, also gleich verhalten sollen zu diesen kürzeren Seiten. Wichtig hierbei ist natürlich, dass dieses kleinere Dreieck, dass diese Strecken parallel zueinander verlaufen. Dann komme ich mit den Seitenverhältnissen richtig hin. Also C plus C', weil ich möchte ja die ganze Seite haben und da ich keine einzelne Bezeichnung habe für die ganze Seite, addiere ich einfach die beiden. Und B plus B', auch wieder das gleiche Prinzip, verhält sich zu wie C zu B. Und dort setze ich jetzt Werte ein. Wichtig ist nochmal die Werte, die ich einsetze, die habe ich abgemessen. Mit Lineal und Zirkel und Bleistift kann man natürlich eine viel genauere Skizze konstruieren als hier. So, also hier habe ich nochmal die Formel von hier oben, hier unten aufgeschrieben. Hier sind die abgemessenen Werte für die einzelnen Strecken und hier habe ich die Werte eingesetzt. Die Addition habe ich jetzt, also ich habe die Werte schon addiert, also wie 2 plus 3. Und wenn man das jetzt noch ausrechnet, kommen wir auf dieses Ergebnis.
Also das ist, dieses Verhältnis ist jetzt annähernd gleich. Nicht genau gleich. Ich habe jetzt hier nochmal, möchte jetzt noch einmal ein Beispiel aufschreiben, bei dem es wirklich gleich rausgekommen ist. Hier habe ich jetzt nochmal dieses Beispiel. Das zweite jetzt. Dass sich C zu A verhält. Also hier sehen wir das. C, dass sich C zu A verhält wie C plus C' zu A'. Ich habe jetzt hier in diese Formel wieder die Zahlenwerte eingesetzt. Und jetzt habe ich hier ein gleiches Ergebnis rausbekommen. Also habe ich daran festgestellt, dass die Seitenverhältnisse stimmen. Und das ist natürlich ein ziemlich langes Verfahren. Aber dieses Ergebnis war wirklich genau. Und wirklich wichtig dabei ist natürlich, dass die Skizze möglichst genau ist. Dann kann ich das auch so ausrechnen. Also hier wollte ich nochmal erklären. Diese erste Skizze habe ich gezeichnet, um erstmal rauszufinden, wie ich dieses 3, 4, 5 Dreieck konstruieren kann. Hier habe ich auch schon die Hilfslinien eingezeichnet. Dann habe ich hier bei der zweiten Skizze habe ich mich darauf konzentriert, die Seiten richtig einzutragen mit den richtigen Längenverhältnissen. Dazu habe ich auch wieder Hilfslinien verwendet, von der ersten ausgehend. Und diese dritte Skizze habe ich benutzt mit den gleichen Seitenverhältnissen, um die Seiten richtig zu benennen, damit ich mir auch meine Formel korrekt bilden kann und dann eine Übersicht habe, wo ich was einsetzen muss. Gut, jetzt haben wir die ganze Sache nochmal von der Praxis gehört. Man kann es also wirklich dann auch aufmalen, egal welche Längeneinheiten man nimmt. Wenn man es hinterher abmisst, wird man sehen, selbst dann kommt es raus. Ja, hat mir auch gefallen. Ich schließe das Video hiermit ab.